Hey ho und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Forza Horizon 5. Heute mit dem 1969er Fiat Dino 2.4 Coupé. Wir werden uns heute das Fahrzeug in der Serienversion anschauen und ihn ein wenig tunen. Und wie immer starten wir mit der Info, wo man das Auto bekommt. Nicht. Denn das Fahrzeug ist aktuell erhältlich in der Festival-Spielliste für 40 Punkte. Ist relativ easy zu machen eigentlich trotzdem. Wir gehen in die Optik des Fahrzeugs, in den Forza Vista Modus. Und wie wir hier schon sehen, Bertone, ein bekannter Name in Automobildesigns zu der Zeit, haben wir hier ein italienisches Aggregat vor uns, kann man auf jeden Fall sagen. Ich mag die Reflexion. Und ja, wir gucken einfach mal. Wir fangen mal an. Also vorne die Lamellen hier finde ich cool. Diese Zierlinien, die nach vorne gehen, super. Vier Scheinwerfer, super. Chrom kann man machen, definitiv. Felgen passen eigentlich zu dem Auto zu der Zeit. Wie gesagt, Bertone ist der Designer des Fahrzeugs. Wir haben hier ein 2 plus 2 Coupé. Heißt, wir haben hinten sogar noch Sitze. Dann große Heckscheibe finde ich schön. Seitenlinie sowieso. Seitenlinie ist schön. Wir haben hier einen schönen Fiat vor uns. Wir haben doch ein bisschen Kofferraum. Von hinten natürlich die Rückleuchten sind ganz cool. Chrom auf jeden Fall. Die Auspuffenderungen sind ein bisschen pupsig. Kann man auf jeden Fall sagen. Alles in allem ein sehr schönes Fahrzeug. Wir machen die ganz lange Tür mal auf. Setzen uns hinein. Und ja, wir haben hier einen Wagen aus 1969. Haben jetzt nicht den besten Stoff. Wir haben genug Holz hier. Wir haben trotzdem einige Kippschalter. Ist ganz cool. Wir haben aber trotzdem ein Analog-Tacho. Und deswegen starten wir jetzt den Wagen. Und wie siehst du einen Wagen zu der Zeit gehört, der noch keinen OPF hat, ist der ganz schön laut. Und das soll er auch irgendwo sein. Jetzt werdet ihr euch ein bisschen wundern, warum wir hier sind. Ich hatte bereits in der Vergangenheit mal gesagt, wenn wir langsamere Autos fahren, wechseln wir mal zu Sierra Nueva. Und für die Abwechslung können wir das auf jeden Fall mal tun. Finde ich jetzt bei dem Wagen nicht unangebracht. Weil wir sind hier gerade an der obersten Grenze der D-Klasse, nicht ganz D500, aber trotzdem genug langsam auf jeden Fall. Oder langsam genug, so rum. Was haben wir denn an sich vor uns? Wir haben hier einen 2,4 Liter V6 Saugmotor aus dem Ferrari Dino tatsächlich. Der wurde eingebaut, um den Motor zu homologieren. Und damit genügend gebaut sind, wurde der eben auch hier reingepflanzt. Und das Ganze war eine Homologation. Dankeschön. War eine Homologation für die Formel 2, für eben den Ferrari Dino. Und jetzt wurde es halt eben der Fiat Dino. Daher auch der Name. Unter der Haube sind 180 PS sowie 216 Newtonmeter auf ein ungefähres Leergewicht von 1,38 Tonnen. Bonk. Mit einem 5-Gang-Schaltgetriebe auf Heckantrieb. Und der Wagen sprintet von 0 auf 100 in, lass mich um die Kurve, 8,7 Sekunden. Mit einer Topspeed von 205 km/h. Diese Generation des Fiat Dino wurde bereits in Maranello gebaut. Denn ab 1969 wurden eben jene in Maranello gebaut und nicht mehr in den Fiat-Werken. Das heißt, wir haben hier quasi sogar fast einen Ferrari vor uns. Aber nur fast. Ja, okay, ist ein Fiat mit Ferrari-Motor vielleicht, okay. Er ist nicht neu in Forza, das habe ich, glaube ich, vorhin schon erwähnt. Aber, oh Gott, er ist jetzt neu in Horizon 5. Aber der Wagen war schon in zahlreichen Spielen dabei, ich glaube. Horizon 4 zu 100%, Horizon 2 zu 100%, Horizon 3 weiß ich gerade nicht, zu 80%, sagen wir mal. Horizon 1 nicht, aber hatte dennoch genug Auftritte auf jeden Fall und der will, aua, auch gar nicht um die Kurven.
Zugegeben, ich bin nie in Sierra Nueva, als dass ich die Strecke so gut kenne, aber... Man merkt doch ein wenig das Alter und er hat in Forza wahrscheinlich Holzreifen bekommen. Und Holzbremsen. Aber hauptsächlich Holzreifen. Weil die Bremsen sind des Öfteren gar nicht mal so schlecht. Problem ist halt nur, dass durch die Reifen der Kontakt zum Boden nicht so gut ist. Aber ich habe heute doch einiges mit dem Wagen eigentlich vor. Und wir werden natürlich auch ein Fazit zu dieser Serie ziehen. Denn der Fiat Dino ist das letzte neue Fahrzeug, was wir in dieser Season behandeln werden. Und ich exkludiere mal das Fast and Furious Car Pack. Weil das habe ich mir nicht angeschaut. Das besitze ich bis heute nicht, auch wenn ich könnte. Ich will es nicht. Ich boykottiere es. Weil ich finde es nicht gut. Stimmt, ja, eigentlich könnte ich doch ein Fazit drüber ziehen, warum ich es nicht gekauft habe. Auch wenn ich das, glaube ich, schon gesagt habe. Oh, die Kurve war schön. Ja, okay, ein bisschen slidey kann man tatsächlich um die Kurven. Das ist cool. Der Helikopter tut mir leid, weil er echt langsam ist. Wir haben hier im Spiel sogar 182 PS. Aber die Newtonmeter sollten gleich sein. Gott, ist das ein Kontrast. Letzte Folge der Spania GTA Spano in S2 und jetzt den Fiat Dino in D. Ein dezenter Geschwindigkeitsunterschied. Aber kann man mal machen. Ich habe mir vielleicht für den Anfang ein etwas zu langes Rennen ausgesucht. Ich weiß nicht, warum ich das Gefühl habe, aber ich glaube schon. Aber keine Sorge, es wird über die Folge schneller. Hoffe ich. Wenn nicht, wäre es sehr traurig. Das war auf jeden Fall traurig. Also die Kurve war richtig traurig. Aber ab jetzt können wir auf jeden Fall durchjagen. In unserem Fünfganggetriebe. Und als P4 dann ins Ziel rennen. Ich finde ihn schön, auch als 2 plus 2 Coupé. Ihn gab es natürlich auch als Spider. Was, ja. Auch eine Möglichkeit ist natürlich. Aber so als Coupé finde ich ihn noch ganz gut. Und wir gehen wieder zurück ins nächste Festivalgebäude. Und gehen ins Tuning. Wir haben. Holla die Waldfee. Einige Motorswaps, okay. BMW, 6-Zylinder. Turbo Rally. Der Motor aus dem 360 Challenge Stradale. Was bist du denn? Keine Ahnung. 7 Liter V8, was macht ihr denn, Leute? Ja, Formula Drift Supra. Was auch immer. Also Leute, ich weiß manchmal nicht, was die Motoren sind. 3 Liter V12. 5,2er V12, das sind locker Ferrari-Motoren. Weil Ferrari baut, hat früher mal so kleine V12 gebaut, aber... Okay, krass. Wir haben natürlich die Option, auf Allrad zu gehen, das werden wir nicht tun. Turbo oder Kompressor, wir gehen auf Kompressor. Denn ich habe heute ein bisschen was vor. Wir dürfen Forza Aero montieren, vorne. Oder komplett entfernen. Hinten auch. Sowie entfernen, ja, okay. Dann werdet ihr jetzt an den Reifen
die wirklich Holzreifen sind. Schon erkennen, was ich vorhabe. Oh, wir haben. Oh. Wir haben Weißwand und sogar Vintage Rally. Finde ich gut. Ich nehme trotzdem Geländereifen. Mach die auf 2,35 und hinten auch. Nee. 2,15. Denn mein Plan ist es, Offroad zu gehen. Und deswegen sind wir auch teilweise in Sierra Nueva. Quasi aus zwei Gründen. A, wir sind zu langsam. B, wir machen eh ein Offroad-Bild. Können dann auf stabile 15 Zoll gehen. Ich darf nur hinten die Reifen rausholen. Was ist das denn für ein Scheiß? Dann Rennkupplung. Für Rally machen wir einen Achtgang. Rally Diff. Weil irgendwie gehört der Wagen für mich ins Rally. Ich weiß auch nicht warum. Offroad-Fahrwerk. Ist nicht mal so viel höher. Kann das sein? Ah, ein bisschen. Gewicht ist eigentlich okay. Wir können sogar noch reintun. Kann die Karosserie ein bisschen versteifen, dafür aber die erste Reduktion machen. Auspuff. Können wir machen. 2,8 Liter V6. Erste Stufe Kompressor. Wir haben noch einen Vergaser drin. Okay, krass. 315 PS kriegen wir noch ein bisschen. Bisschen viel mehr. 335. 348. 360. Oder können wir schon fast den dicken Klopper da reinhauen? Eigentlich. Ja, machen wir 370 PS. Das ist eine kleine Leistungssteigerung von 1-2 PS. Also, Herr Officer, der Wagen ist Serie. Bitte halten Sie mich nicht an. Gut, jetzt kommt natürlich die Frage aller Fragen. Farbe und Design. Also, wir haben hier standardmäßig einen Weiß-Silber drauf. Es gibt Rot, Rot, Braun, Creme, Beige. Das ist ein anderes Braun. Gelb, Petrolgrün, Hellblau, Blau, Dunkelblau, Schwarz, Silber, Silber. Prinzipiell finde ich ihn so in einem dunklen Silber schön. Ich wollte sagen, ich hoffe, wir haben hier irgendwelche Designs und das haben wir auch. Irgendwie sieht das Design einladender aus. Gucken wir mal. Ja. Schön die Felgen umgefärbt, das ist gut. Fiat natürlich Alitalia. Beziehungsweise auch Lancia. Finde ich schön, auf jeden Fall. Machen wir. Und wir gehen raus. Der sieht jetzt schon ein bisschen fies aus. Aber ich könnte schwören, der hatte in Horizon 4 Scheinwerfer. Also Zusatzscheinwerfer. Aber ich könnte mich da auch täuschen. Oder irgendwelche Rallye-Anbauteile. Boah, ist das cool. Das ist cool. Als Rennen bitte. Damit wird dann auch. Also die Geländereifen machen schon gut Eindruck, auf jeden Fall. Das wird was. Oh, Junge. Also ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ich habe bisher nie viel mit dem Dino anfangen können. Jetzt über die Folge, sag ich mal, muss ich's. Müssen tue ich ja eigentlich gar nichts. Aber in Horizon 4 habe ich, glaube ich, echt nichts mit dem gemacht. Vielleicht einmal privat ausgefahren, um zu gucken, ob da irgendwas Besonderes im Tuning ist, aber damals. Also ihr müsst wissen, ich habe 2020 angefangen mit Forza.
Also damals war mir das echt egal, das Auto. Aber ich wusste nicht mal, dass der einen Motor aus dem Ferrari-Dino hat. Und der ist ja eigentlich bekannt dafür, langsam zu sein. Also Enzo Ferrari wollte ja nicht mal, dass er ein Ferrari-Logo bekommt. So langsam war er. Und dann noch einem Fiat den gleichen Motor zu geben, mit dem gleichen Namen, als 2 plus 2 Coupé. Okay, ja, kann man machen. Ist auf jeden Fall irgendwas Besonderes, aber es war mir echt bisher immer egal. Aber jetzt, wo ich das so höre, so Geländereifen höher gelegt, Kompressor, V6 mit 2,8 Litern, was wir jetzt aufgebohrt haben, mit über 300, ja, aber doch, wir sind bei 370 PS. Das ist echt nicht schlecht. In der Kategorie, wo wir sind, auch krass eigentlich. Also wir haben Forest Lotus Elan, wir haben die alten Skylines, wir haben, ich sehe nichts. Was haben wir noch? Ach so, die. Wie heißt da? Austin Healey. Also doch eine interessante Kategorie eigentlich. Das ist, nee, das ist nicht Retro Sports Car. Was ist denn das? Das ist eine gute Frage. Könnte ich beim nächsten Rennen mal drauf achten. Das erschließt sich mir nämlich gerade nicht. Ach so, stimmt, wir haben ja noch den Capri. Ist ja auch noch hier. Der Ford Capri. Ja, interessant. Mit dem Leichtbau Fiat. Keine Sorge, ich komme noch zu dem Fazit zur Serie. Aber ich wollte das erste Rennen erstmal rumkriegen, dass wir die grundlegenden Einstellungen mal geklärt haben. Dann können wir auch das Thema definitiv beginnen. Und ja, weil ich es jetzt schon vorhin erwähnt habe, werde ich mit dem Carpack anfangen. Was halt so zwischen, ich weiß gar nicht, wurde es nicht sogar schon Ende 28, Serie 28 angekündigt oder freigegeben? Egal, ich werde es jetzt hier einfach mit reinnehmen. Ja, es wurde im letzten Forza Manfrey gemacht, der vor 28 war. Deswegen, es könnte sogar eigentlich zur letzter Serie gehören. Egal, dann werde ich es einfach wiederholen. Boah, okay, ein bisschen, also, guten Morgen, ein bisschen Reifendruck wäre schon cool. Ja, wir dürfen schon vom Fleck kommen. Alles andere nicht. Ein bisschen Sturz darf sein. Gehen wir sogar auf 7. Was mache ich hier eigentlich? Bin schon ganz verrückt geworden. Ich würde gerne noch, um überhaupt noch fahren können, ohne mich zu überdrehen. Da können wir ein bisschen mehr geben eigentlich. Okay. Gut, welches Rennen fahren wir denn? Ich darf nicht weiter rauszoomen übrigens, bevor jemand fragt. Es wäre gut, wenn ich meinen Timer nochmal sehe. Genau. Solo, Race und wir sind Classic Sports Car. Okay. Gut, dann fangen wir, denke ich mal, an. Wie gesagt, also wenn ich es nicht schon in der letzten Serie erwähnt habe, das Carpack mit Fast and Furious 10. Absolut grottig. Also das schlechteste Carpack eigentlich aus Horizon 5. Mir gefallen die Autos persönlich nicht. Also das hier ist meine Meinung übrigens, falls ihr es nicht mitbekommen habt. Hi. Schlechtestes Carpack.
Ich freue mich, dass ein Dodge SAT Hellcat Red Eye White Body im Spiel ist. Problem ist, dass es halt in der Fast and Furious Edition mit über 1000 PS serienmäßig kommt. Nee. Und für 5 Autos 10 Euro auszugeben, ist ein sehr schlechter Deal. Und das... Es tut mir leid, es machen halt die Leute, die wirklich Bock haben auf Fast and Furious. Was für mich nicht der Fall ist. Ich habe den 10er nicht gesehen. Noch nicht. Für mich ergibt es noch wenig Sinn, für das CarPack Geld auszugeben. Und wenn, dann nur im Rabatt. Ich habe letztens gesehen, es war sogar runtergesetzt auf 9 Euro. Oder 8,99, was ich trotzdem nicht einsehe. Ich finde das Preis-Leistungs-Verhältnis nicht gut. Die Autos, die da drin sind, nicht allzu geil. Also eigentlich mag ich nur den Dodge Red Eye Ride Body. Die anderen sind mir relativ wurscht. Das Rampenfahrzeug funktioniert sowieso nicht in Forza wegen den Hitboxen. Da gibt es keine Rampenfunktion. Die Hitboxen von Forza sind quasi immer Vierecke. Deswegen ergibt das gar keinen Sinn. Was war noch drin? Der Charger von Dom. Ja gut. Classic. Die Fair Lady. Boah, muss jetzt nicht. Der Chevy. Ja, den hatten wir noch nicht in Forza. Das kann man machen. Aber ich glaube, der hat auch super viel Leistung. Und irgendeinen vergesse ich gerade. Auf jeden Fall. Kann ich die hier sehen? Genau. Ach so, das Rampenfahrzeug. Nee, habe ich gesagt. Also, gefällt mir nicht. Die kommen alle mit so viel Leistung. Seht euch das mal an. Nichts unter 700 PS. Könnt ihr vergessen. Finde ich nicht gut. Dann kommen wir mal zu den Playlist-Fahrzeugen. Diesen Monat. Es sind ja keine New-to-Forza-Fahrzeuge, beziehungsweise immer noch ein halbes mit dem Aston Martin. Deswegen gehen wir einfach mal chronologisch, sage ich mal, durch, was wann reinkam. Und starten bei McLaren. MP4, 12C oder auch heute nur noch 12C genannt. Auf jeden Fall geil. Ursprünge von McLaren, wichtiges Fahrzeug für die aktuelle Ära von McLaren. Basis auf jeden Fall für den 650, für den LT auch davon. Auch der Basismotor für den Senna oder Senna GTR eben. Ultra heftig geil. Das Bild auch. Muss man einfach sagen, dass der so immer so spät ins Forza kommt, ist wirklich traurig. Weil das war ja in Horizon 4 genauso. Der kam super spät ins Spiel. Was echt schade ist eigentlich. Mir hat er auf jeden Fall auch in-game sehr gefallen. Jetzt muss ich kurz gucken. Ich will nicht die gleiche Route wieder zurückfahren, Mensch. Hat der in-game sehr gefallen. Ich mag ihn halt einfach sehr. Er ist für mich sehr ein Sympathieträger, vor allem weil ich die 2000er mag. Oder 2010er mag. Was Autos angeht, die frühen. Das Line-up ist auf jeden Fall richtig, richtig cool. In der gleichen Woche kam ja auch der Aston Martin DBS ins Spiel. In dem Sinne geil, dass ich den Wagen noch nie ausgefahren bin, weil er in Horizon 4 eben im James Bond Carpack war. Das heißt, für mich war das sogar eine komplett neue Erfahrung. War super. Eigentlich. Also da hatte ich auf jeden Fall nicht zu meckern. V12 Action. Klingt ein bisschen wie ein V8. Ist halt ein bisschen komisch, aber gut, sei es drum. Hat auf jeden Fall auch Spaß gemacht zu fahren und zu tunen. Klang auch, wie gesagt, geil. Eigentlich. Dann natürlich die Woche drauf. Die Highlight, also mit die Highlights eigentlich. Der Königsegg CCX kam zurück. Wie gesagt, ich spreche die 2000er an, ich spreche die 2010er an, was Autos angeht. Finde ich geil. Und den CC8S und den CCX. Beides super geile Fahrzeuge. CC8S sind wir nur deswegen ausgefahren. Übrigens, danke für den Support, was die Folge vom CC8S angeht. Wir haben nämlich die 200 Aufrufe bei einem Video geknackt. Das ist absolut geil.
und auch einige Abonnenten, die dazu gekommen sind. Deswegen hallo an der Stelle. Freut mich, dass euch scheinbar sehr gut gefällt. Oder gut gefällt. Auf jeden Fall 200 Aufrufe geknackt beim CC8S. Dankeschön dafür. CCX trotzdem nichtsdestotrotz auch super, super geil. Und klang natürlich geil, fuhr sich geil. Sieht nochmal, finde ich, besser aus als ein CC8S. Setzt an manchen Punkten bessere Optiken. Und das ist schon geil, auch wenn sie die gleiche Basis sind. Und auch dem Agera quasi vorgegeben haben, wie es geht einfach. Und das muss man einfach definitiv sehen von Königsegg. Dann ebenfalls mit das Highlight aus der Serie für mich der W-Motors Lycan Hypersport. Ein Fahrzeug aus den Vereinigten Arabischen Emiraten. Mega geil. Ein Ruf 6-Zylinder Boxermotor mit Twin Turbos. Diamanten in den Scheinwerfern. Dann auch super selten, limitiert auf 7 Stück. Einer davon von der Polizei in Dubai. Das ist schon krass, ein super geiles Fahrzeug, wie ich finde. Dann ging es weiter mit dem Pagani Huayra. Auch ein Wagen, der definitiv gefehlt hat. Weil wir im Spiel einfach die krassen Varianten immer haben. Den Huayra BC, den Huayra R. Weil die Basisversion einfach so lange gefehlt hat. Deswegen auch geil, dass die zurück ist, AMG V12 gegen die Wand fahren und nicht weiterfahren können, weil Forza Hitboxen für den Arsch sind. Immer geil. Nee, aber war auch geil, die Aerodynamik-Parts, die sich dort bewegt haben. Ist technisch natürlich geil. Dann die Optiken, die Horatio Pagani da gesetzt hat. Muss man auf jeden Fall sagen, ist geil. Weiter mit dem Mercedes-Benz 280 SL. Auch ein Fahrzeug, was für mich gefehlt hat, weil es einfach mal ein alter Benz ist. So. Einfach mal gediegen fahren, einfach mal chillig fahren. Einfach mal cool fahren. Fand ich richtig, richtig cool eigentlich. Und jetzt in der letzten Woche der GTA Spano. Der ultra geil ist, auch gefehlt hat und wirklich, wirklich gut gefahren ist. Auch gut klang. V10 Saugmotor. Ne, V10 Twin Turbo. Ursprünglich Saugmotor natürlich von der Viper. Klang gut, fuhr sich gut. Muss man wirklich, wirklich fairerweise sagen. Und jetzt eben zuletzt den Fiat Dino. Der es irgendwie nicht schafft, tatsächlich in die vordersten Reihen zu kommen. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, ob ich so viel rede. Oder ob ich einfach fast nie Offroad fahre. Ich weiß es nicht. Aber irgendwie komme ich nicht hinterher. Und ja, ich weiß, das Rennen ist vielleicht ein bisschen eng. Unter die 30 Minuten werden wir nicht kommen. Aber dass das nicht in jeder Folge passiert, ist ja auch okay. Aber eure Kritik kam des Öfteren, dass ihr die Folgen zu lang findet. Das kann sein. Ich versuche nur, des Öfteren 3 Rennen reinzukriegen. So wie hier. Also schreibt mir auch gerne in die Kommentare, was für euch in der Serie das Highlight war. Was in der nächsten Serie kommt, habe ich ja schon in der letzten Folge erwähnt, zum GTA Spano. Deswegen, das können wir gekonnt ignorieren, aber diese Serie war doch einiges Geiles dabei, was eben zurückkam. Ich respektiere das auch, dass jetzt eine Season quasi Pause war, mit neuen Fahrzeugen. Aber jetzt kommen sie ja in der nächsten Season mit neuen Fahrzeugen ins Spiel zurück, was auch eine krasse Leistung ist. Und wir können es weiterhin genießen, auch wenn Horizon 5 nicht den besten Start hatte. Aber soweit wie ich das jetzt sagen kann, ist der Fiat Dino auf jeden Fall. Natürlich, er ist jetzt nicht gerade das Fahrzeug, was auffällt durch Optik, durch Modernität, durch den Motor, durch sonst was. Er ist halt einfach ein 2+2 Coupé von Fiat
wenn man dann ein bisschen googelt oder sonst was, dann findet man halt raus, okay, Ferrari-Motor aus dem Dino. In-game darfst du dann halt Kompressor Turbo draufziehen. Jetzt gibt es halt mehrere Möglichkeiten. Entweder du machst da Weißwandreifen drauf, fährst den chillig, machst Oldtimer-Rennreifen drauf, fährst den ein bisschen schneller. Oder so wie ich jetzt quer im Offroad. Stimmt, der Heckantrieb könnte sein. Die anderen könnten, NPCs können vielleicht Allrad haben. Dann hast du dann doch ein wenig auf jeden Fall Spaß gehabt. Das Fahrzeug haut mich jetzt nicht vom Hocker natürlich, klar. Aber ich hatte jetzt trotzdem mit der Folge eine halbe Stunde Spaß. Fahrspaß, was das Auto eben liefert. Und das gratis in-game. Kann man auf jeden Fall nicht meckern. Und wer weiß, vielleicht schnappe ich mir den in einem halben Jahr nochmal und baue den anders auf. Das kann alles passieren. Deswegen, er hat das erfüllt, wofür er im Spiel ist. Er ist jetzt natürlich kein Porsche 911 GT3 RS, aber trotzdem ist er geil. Auf seine Art und Weise. Und das kann man auf jeden Fall respektieren. Und respektieren tue ich auch, dass wir ja Grund in Boden, dass wir hier in Grund und Boden gefahren werden. Aber ich wollte ihn definitiv in Heckantrieb fahren. Aber sei es drum. Wir haben ein Offroad-Bild nach langer Zeit mal wieder gehabt. Und fahren. Zwar auf Platz 10 ins Ziel, aber sind doch gut vorangekommen mit dem Fiat Dino. Und damit würde ich mich dann definitiv verabschieden und sagen, dass die Folge mit dem Fiat Dino doch einiges Gutes für sich hatte. Ich bedanke mich fürs Zugesehen haben, bewertet sehr gerne das Video. Schreibt ja auch gerne in die Kommentare, was die Frage zu der Serie angeht, welche Autos ihr gefeiert habt, welche nicht. Und ansonsten bis zum nächsten Mal, bis dann und ciao.